Thomas Tuchel, der äußerte sich heute Morgen auf einer Pressekonferenz und da ging es um einige Themen, unter anderem auch um den Transfer eines Sechsers. Und das ist ein echtes Streitthema in München und da macht er eine Ansage in Richtung der Bayern-Bosse. Zudem gibt es ein Update bei Harry Kane, denn man konnte ja gestern bei diesem Meeting in London keine Einigung erzielen und jetzt erhöht wohl auch der Spieler den Druck auf den FC Bayern München. Was es damit genau auf sich hat und alle Details zu diesen Themen jetzt hier in diesem Video. Vorab lasst gerne ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo auf diesem Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit zurück zum Thema. Ja, das ist einer der Punkte, wo man sich eben uneinig ist. Uneinigkeit gibt es beim FC Bayern München gerade nur beim Thema Sechser. Und da ist es ja eh schon so, in den letzten Wochen, da haben sich die Bosse öffentlich schon mehrfach widersprochen. Thomas Tuchel, der sagte, man braucht unbedingt einen Spieler in diesem Profil. Man hat so einen nicht in den eigenen Reihen. Prompt meldete sich Uli Hoeneß zu Wort und sagte, ja, wir haben einen breiten Kader, wir haben gute Spieler, wir haben mit Guerrero und Leimer nochmal zwei Spieler geholt, die auch auf der 6 spielen können. Da merkt man schon, das hat hier alles nicht geplant und jetzt hat sich Thomas Tuchel auch im Rahmen der heutigen Pressekonferenz in Singapur nochmals zu diesem Thema geäußert. Er sagte, wir haben keinen echten tiefen Sechser im Kader. Es fehlt ein Mittelfeldspieler, dem es in erster Linie darum geht, defensive Sicherheit und Absicherung zu geben. Und da haben es die Reporter, sage ich mal auf Rückfrage, schon ganz richtig interpretiert. Es fehlt ein Spieler in der Kategorie oder im Spielerprofil von Declan Rice, von Casemiro oder solchen Typen eben. So ein richtiger Sechser, so ein richtiger Wadenbeißer, dem es eigentlich nur darum geht, die defensive Sicherheit zu bringen und gar nicht groß im Spielaufbau mithilft. Klar, in Bässchen sollte er gerade so spielen können, aber wir sprechen immer noch vom Profifußball, das sollte da eigentlich jeder können. Damals hatte man ja sogar schon für Declan Rice mitgeboten, mittlerweile wissen wir es, für 116 Millionen Euro ist er von West Ham zum FC Arsenal gewechselt. Das wäre grundsätzlich auch einfach viel zu viel für den FC Bayern München gewesen, da das Hauptaugenmerk, das hat sich bislang auch immer noch nicht geändert, auf einem Weltklasse-Stürmer liegt. Aber auch zum Thema tiefer Sechser, da wurde er auch zu den Spielern befragt, die er eigentlich schon hat. Mit Leon Goretzka, da hat man etwa einen eher dribbelstarken, ziemlich mobilen Stürmer. Mit Leon Goretzka hat man einen viel zu starken Box-to-Box-Spieler. Mit Konrad Leimer eher einen Pressing-Spieler und mit Joshua Kimmich eher einen Stratege. Und auch zum Thema Kimmich, der wurde ja tatsächlich von Julian Nagelsmann öfter mal als tiefer Sechser aufgeboten, aber das liegt nicht in seiner DNA, so sagt das Tuchel. Der Kimmich, der wolle eher Helfer und überall involviert sein. Und wer überall mitwischen will, der kann halt nicht diese klassischen Abräume, diese klassische defensive Sechs, ich glaube früher hat man das noch Vorstopper genannt, genau das kann man eben nicht spielen. Und mit all diesen Aussagen, da macht ja schon ein bisschen Druck hinten auf die Chefetage beim FC Bayern München, auf die Transfer-Taskforce. Da sind ja unter anderem Jan-Christian Dresen, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, alle sind da drinne. Aber wenn er sich öffentlich so lautstark darüber, ich sage mal, beschwert, dass dieser Spielertyp fehlt und dass er so einen unbedingt braucht, dann ist das schon eine Ansage in Richtung der Bayern-Bosse und dass man hier auf jeden Fall nochmal einen Transfer machen möchte. Wird der FC Bayern München nun alles tun, um einen Sechser zu verpflichten? Da sagte Thomas Tuchel nicht unbedingt, wir vertrauen den Spielern, die wir unter Vertrag haben. Aber fügte dann natürlich noch hinzu, wenn es eine Möglichkeit gibt, wären wir offen. Es gibt ein paar wenige Spieler, die uns verstärken können. Manchmal sind sie halt nicht verfügbar, wie beispielsweise Declan Rice. Und damit bleibt es natürlich weiterhin offen, wie es jetzt hier rund um das Thema Sechserkandidat rausgeht. Da will ich mich auch nochmal in einem separaten Video drum kümmern, um einfach mal die ganzen Spieler, ich sag mal vom Profiler, von den analytischen Daten, die wir haben, her zu vergleichen, wer dann noch am ehesten an eine wirkliche Sechs rankommt oder ob man vielleicht sogar den perfekten Sechser in den eigenen Reihen hat. Wenn ihr Lust auf so ein Video hättet, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann würde ich mich da mal in den nächsten Tagen dran setzen. Aber das ist nicht alles, was heute passiert ist, noch im Laufe des Tages. Nein, es ist das Dauerthema, es ist das Thema, was uns vermutlich, hoffentlich, nur noch wenige Tage begleiten wird. Es geht nämlich um Harry Kane. Und jetzt gibt es einen Bericht aus England. Da berichtet nämlich der Evening Standard, dass es jetzt wohl auch eine neue Sichtweise gibt in diesem ganzen Transferpoker rund um Harry Kane, nämlich die Sichtweise des Spielers. Denn er hat jetzt für die Verhandlungen, für einen Transfer eine Deadline gesetzt. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, schauen wir uns nochmal kurz den aktuellen Stand an. Gestern, da gab es einen neuen Transfergipfel, ein neues Treffen rund um den Transfer von Harry Kane in London. Darunter unter anderem Bayern-CEO Jan-Christian Dresen, technischer Direktor Marco Neppe vom FC Bayern München und
Daniel Levy, Vorstandsvorsitzender von Tottenham Hotspur. Man hat sich zum Mittagessen getroffen und man hat über den Transfer gesprochen. Da hat man vor allem über die Summe gesprochen, da, das berichten jetzt englische Medien, sei man ca. 20 bis 25 Millionen Euro auseinander. Die Bayern denken eher so an 90, 95 Millionen Euro. Die Tottenham-Verantwortlichen, die wollen 115 Millionen Euro haben und rücken nicht von ihrer Forderung ab. Also hier ist noch ein bisschen Überzeugungsarbeit auf Seiten des FC Bayern Münchens zu leisten. Aber es gab auch so einen positiven Durchblick, denn man hat auch schon über Klauseln gesprochen, die man in einem möglichen Transfervertrag mit einbaut. Beispielsweise eine Rückkaufsklausel und so weiter. Und das sind natürlich kleine Details, dass man sich hier wirklich einen Transfer vorstellen kann. Und grundsätzlich soll die Entscheidung wohl auch so sein von Daniel Levy, dass man den Spieler verkaufen möchte, sollte er seinen Vertrag nicht verlängern. Und das wurde bislang vom Spieler kategorisch ausgeschlossen. Das hört sich jetzt ja eigentlich gar nicht so schlecht an für den FC Bayern München. Das Problem könnte jetzt nur die Zeit werden. Denn Harry Kane, der ist ungeduldig. Und jetzt hat eben, wie schon eben angekündigt, der Evening Standard berichtet, Harry Kane hat jetzt klargestellt, dass ein Tottenham-Abschied für ihn geplatzt ist, sobald die Premier League-Saison angefangen hat. Sollte der Transfer nicht vor dem ersten Spieltag klappen, dann wird er den Verein nicht mehr verlassen. Und der erste Spieltag, der ist schon am 13. August. Und das ist ein Tag nach dem ersten Pflichtspiel im Supercup des FC Bayern Münchens. Dann trifft Tottenham auf den FC Brentford. Und wenn Harry Kane dann noch bei seinem Club sein sollte, dann ist wohl ein Transfer zum FC Bayern München gestorben. Und darüber hinaus berichtet der Evening Standard auch noch, sollte dieses Szenario eintreten, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass Harry Kane sogar seinen Vertrag noch verlängern wird. Denn dann ist ja für ihn auch klar, er wird eine weitere Saison bei Tottenham spielen und er kann sich gut vorstellen, dass er vielleicht seinen Vertrag im Winter oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr nochmal verlängert. Denn dann könnte er auch eher abschätzen, wie es mit Tottenham weitergeht, wie steht man in der Tabelle da, wie läuft es unter dem neuen Trainer und so weiter. Und somit gibt es jetzt hier nicht nur Druck von allen anderen Beteiligten, von Trainern und so weiter. Nein, auch der Spieler drängt jetzt schon ziemlich auf einen Transfer. Und wenn man den Aussagen, die hier jetzt zumindest mal im Evening Standard so gebracht wurden, Glauben schenken darf, dann sollte der FC Bayern München tatsächlich hier so langsam richtig aufs Gaspedal treten. Das wollen sie eigentlich auch tun. Es ist wohl so, dass man wirklich an einem neuen Angebot schon wieder arbeitet. Man möchte sich zeitnah wieder mit den Verantwortlichen von Tottenham zusammensetzen. Denn mit dem Spieler ist man sich schon längst einig. Man hat ihm einen 5-Jahres-Vertrag angeboten, er hat eingewilligt. Er wird lange beim FC Bayern München unterschreiben. Man wird, das wurde jetzt auch so nach und nach berichtet, wohl auch über die 100-Millionen-Euro-Marke für Harry Kane gehen. Das ist jetzt zwar noch nicht offiziell, aber man wird da wohl jetzt beim nächsten Angebot nochmal richtig nachlegen, denn man möchte nun auch endlich Vollzug vermelden können. Vielleicht auch gerade, weil anscheinend Harry Kane jetzt im Hintergrund langsam ungeduldig wird. Wie seht ihr das ganze Thema? Eure Meinung? Gerne dazu in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ihr gerne ein Abo da. Bis dahin, Leute.